Servus Kinners und herzlich willkommen zu Let's Rot Singularity mit mir, dem Nerd Rage. Ja, Boot und so, ne? Wir reingerannt, alles geht kaputt und wir müssen ganz schnell mit der Bombe wieder raus. Das GPS zeigt sie im Laderaum. Ausgezeichnet. Sie sollten nicht weit weg von der Bombe sein. Na, gut, danke, Barisov. Und folgendes, weil ich habe gerade noch mit einem Typen geschnackt, das war der Terror-Elite-Mann. Und dieser junge Herr ist nämlich, nee, warte mal, der ist ein Jahr älter als ich. Dieser alte Sack, Let's Played nämlich auch. Und der Let's Play gerade Skyrim und der hat gesagt, ich soll ihn noch grüßen. Und das ist jetzt hier nicht promoten oder so, bla bla, nicht, dass einer zum Schreien anfängt, weil der hat das Doppelte an Abonnenten als ich, also. Das ist hier definitiv nicht promoten. Das wieder heißt, der Nerd Rage promotet hier irgendwelche Leute. Nee. Der hat halt gesagt, hey, mach doch. Und ich habe gedacht, okay, mach ich. Hilfe. Bam, Bitch. Okay, tot. Komm. So leicht lasse ich mich von euch hier nicht mehr. Komm schon nach vorne, geh hoch. So, jetzt aber. Der macht gerade Skyrim. Und weil ich ihn ja so lieb habe, habe ich ihn auch unten bei brauchbares Gedöns drin stehen, ja. Das heißt, wenn ihr euch gerade für Skyrim interessiert, dann, wo war der denn? Ach, egal. Dann ist der nie schlecht. Okay, das war jetzt doch ein bisschen promoten. Ach, egal. Entscheidet, ob es, und ihr könnt auch gerne negatives Zeug schreiben, ist es egal. So, macht doch, was ihr wollt. Ich spiele jetzt hier einfach weiter hier dieses Game und möchte ehrlich gesagt hier an die Schachtel ran. Oder auch nicht, gut. Oh, was machen die denn da? Holy. Ja, mal Dauerfeuer hier. Ach, von hinten kommen nur noch welche. Warte mal, wie ging das? Schnell, schnell, schnell. Ah. Ja, das nennt man Skill, meine lieben Kinder. Na, was meinst du denn? Hallo, okay. Das nennt man Skill. Und diesen Skill gibt es auch bloß im Hause Nerd Rage. Nirgendwo anders dazu kaufen, ne? Nur hier, so. Dann nehmen wir dieses kleine Ding mal auf und penetrieren damit, keine Ahnung. Gucken wir mal, wen wir hier als nächstes finden. Aber die Räume sind gerade etwas eng für das, was ich vorhabe. Aber warte mal, ich höre hier doch... Warte mal. Ah! Hat das funktioniert? Ja, und wie das funktioniert hat. Oh, ich bin göttlich. Oh, wie sie synchron umfallen. Sehr schön. Haben sie wahrscheinlich sehr lange einstudiert. Und jetzt vor mir zur Perfektion gebracht. Ich bin stolz auf sie. Warum leuchtet hier denn alles so komisch? Alles kann ich benutzen. Ich will aber nicht. So. So, nee, ich möchte sie bloß öffnen. So. Oh. Oh, eine Vision, oder? Ja. Jo, was denn? Nein. Oh. Das Schiff wandelt sich zurück. Es sinkt wieder. Ja, ich weiß so das doch. Von Dimitrovs-Männern schafft er es niemals raus. Dam. Sicher schaffe ich das. Das wäre das Spiel ja zu Ende. Warte mal, gleich. Ich muss noch schnell was einsammeln. Ich bin in einer Minute dort und lenke die Aufmerksamkeit der Soldaten auf mich. Oh, sehr freundlich. Brauche ich nicht. Ich habe schon meine besten Waffen. Außer, ich kann irgendwas ausrüsten. Warten Sie mal kurz. So, gucken wir mal schnell. Wahrscheinlich kann ich irgendwas verbessern. Also, ich nehme es einfach mal an. Gehen wir erst wieder... Na, gehen wir mal hier hin. Verbessern. Habe ich was? Nee, verdammt. Doch nicht. Ich habe es gerade irgendwie erwartet, aber meine Erwartung wurde leider nicht erfüllt, was sehr schade ist. So. Dann hier nochmal ein bisschen Waffentechnologie und das haben wir voll. Und dann wird gespeichert. Dam. Noch nicht. Holen Sie die Bombe, Renko. Ja, jo. Okay, ich hab Zeit. Upp, und da bin ich wieder. Wo ist denn die Bombe? Bist du die Bombe? Hallo, Bombe? Ja, es ist sehr hell. Das kann gut sein. Oh, hi. Was bist du denn? Tala. Hab dich. Na komm, greif die Bombe. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn wir die jetzt hier wegreißen von diesen, Ah, okay. Das hat sich also erledigt. So, die stopfen wir jetzt mal schnell in unsere rechte Arschtasche. Wir haben ja den Platz. So, und weiter geht's. Ziel erfüllt. Ich würde mal sagen, das ist hier der Weg. Es wird uns ja so schön angeboten. Ups. Dann öffnen wir die Kiste, weil wir haben mehr Zeit. So. Ich nehme das immer so. Dann geht's hier weiter. Ich würde sagen, nein.
Geht's hier weiter? Maybe? Mir fehlt die Action irgendwie. Also, ich habe so das Gefühl, die haben versucht, das so ein bisschen COD4 Modern Warfare Style nachzumachen. Also der erste Teil. Da war es ja auch hier Schiff, Schieflage, wir mussten rennen. Aber da war wenigstens Zeitdruck und das war richtig geil. Hier ist es jetzt, ja, ne? Das Schiff, das sinkt halt langsam. Aber jetzt irgendwie Spannung kommt nicht auf. Wow. Na gut, vielleicht soll ich jetzt ein bisschen schwimmen. Ich weiß nur gerade nicht, wohin. Kann ich auch irgendwo schneller schwimmen? Ah, hier. Okay, schneller. Luft. Ui. Ach, wie wär's denn hier raus? Ja, macht er schon von selbst. Also uns wird hier alles abgenommen eigentlich. Alter. Ach, da ist er ja, der Herr. Ja, klar. Sag mal, habt ihr mir eine Sonne in den Arsch geschoben? Oder warum findet er mich die ganze Zeit? Hier, ich helfe Ihnen. Danke. Könntest du bitte deine Eier aus meinem Gesicht nehmen? Ah, jetzt, danke. Sie haben es geschafft. Sie haben die E99-Bombe. Hooray! Es gibt noch Hoffnung. Ja, für mich oder für die Bombe? Weiß er nicht. Ja, es war jedenfalls gerade unglaublich spannend. Schade! Wenn da jetzt echt mal so ein bisschen so eine Uhr abgelaufen wäre, dann wäre das wirklich um einiges geiler gekommen. Aber man kann ja nicht alles haben. Verarbeitungsanlage, Katorga 12, bla 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 bla. Und... Hallo. Die haben mich einfach in irgendein Eck reingelegt, oder wie? So, hier, geh mal sterben. Oh nee, nicht mal. Wir durften in einem Eck mit, ja, einer Matratze. Egal, wir rüsten uns gleich mal wieder zum Kampf, indem wir hier alles aufsammeln, was wir gebrauchen können. Man weiß ja nie. War das gerade dieser Scheiß... Teddy? Ach, egal. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Catherine... Also, ich wollte Sie beim Doc aufhalten. Aber sie wollte nicht hören. Ja. Sie wollte das Feuer der Soldaten auf sich lenken, damit sie mit der E99-Bombe entkommen. Sie wurde erschossen. Was? Als das Schiff wieder zu sinken. Das war das letzte Weibchen hier auf dem... ist tot. Ah. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Opfer umsonst war. Wir müssen Erfolg haben und den Chef stoppen. Bist du fertig? Leider ist die Bombe, die sie gefunden haben, nicht richtig aufgeladen. Sie müssen zum Kocher. Das ist ein Teil der Anlage, wo etwas ist. Oder ich sollte besser sagen, war, das wir brauchen werden. Schnell, Captain. Demichev kommt immer näher. Kriege ich nicht noch davor... Bitte, Sie müssen gehen. Eine Packung Ravioli? Du hast doch da so viele Dosen rumstehen. Bitte? Sag mal, er latscht ja die ganze Zeit wie ein Blinder in der Gegend rum und jetzt schaut er mich an. Jaha, ist ja gut, ich rette ja schon die Welt. Sie müssen jetzt zum Kocher. Ja, ich hole deinen Gaskocher. Oh, hallo? Was war denn das denn da gerade unten? Ach, egal, ich glaube, wir... Ich nehme erstmal die andere Waffe, weil auf die Entfernung ist die wahrscheinlich besser. So, dann gucken wir mal. Ach, 8 Minuten erst, das ist ja keine Zeit. Und da gehe ich runter. Zip. Ach, warte mal, wir haben ja hier... Oh, er sagt mir, ich soll zurückgehen, na super. Das finde ich jetzt aber blöd. Na gut, dann gehen wir halt zurück. Wenn uns das, ja, die Füße schon mal anzeigen, dann machen wir das halt auch. Ist ja kein Ding. Upp, was war das denn? Komm, Waffe in die Hand. Und, weiß nicht, soll ich das ja kaputt machen? Holy. Und jetzt komme ich hier runter, oder? Ich weiß nicht, ob das gerade so intelligent ist, aber ich glaube, dann komme ich hier rüber gesprungen. Ach, ich mach's einfach mal. So, und noch mehr Technologie und noch mehr... Ach, da sind wir voll, okay. Ach, guck mal, dann hier wieder rüber. Das ist also der ganze Sinn dieser Leiter hier, beziehungsweise dieses zweiten Abteiles. Wie auch immer. Na gut. Oh, wieder toll. Hinbekommen, ne? Also ich bin ganz stolz auf mich. Wenn einer genauso stolz ist wie ich gerade, der kann mir doch einen netten Kommentar hinterlassen. Dann wäre ich sehr freundlich. Sehr freundlich, sehr glücklich. Nachdem die Singularität explodierte, wurden die Wartungstunnel als Behelfsleichenhallen für die Toten und Infizierten benutzt. Das wird nicht einfach. Danke, Barislov, altes Haus, für die Information. Aber ich lasse mir jetzt erstmal einen neuen Lack auf... Ach nee, das ist ja die andere Maschine. Hier, was habe ich denn? Kann ich überhaupt verbessern? Ich weiß es gar nicht. Scharfschütze, erhöhte Präzision. Nee, ich bin da sowas von gut. Das brauche ich nicht.
Verleiht ZMG Energie für jeden Abschuss. Das ist doch nice eigentlich, oder? Und Heiler, aber das Problem ist, ich kann leider nicht mehr ausrüsten. Verleiht Gesunder für jeden Abschuss ist aber schon geil eigentlich, ne? Das ist eigentlich das Geilste. Ich brauche dieses ZMG-Gedöns hier gar nicht. Ich würde gerne eins weiter rüber. Hallo? Hallo? Möchte da hin? Blockierer. Nee, benutze ich wieso nicht. Maximale Gesundheit. Ach, das können wir doch mal benutzen. Und nochmal. Jetzt geht's nicht mehr. Energie geladen. Erhöht die maximale... Ach ja, tun wir auch mal benutzen. Und ja. Hört sich ja gut an, oder? Hallo? Jut. Dann haben wir das auch mal richtig hardcore-mäßig verbessert. Und wir haben noch 5 Minuten. Mein Gott. Was? Phasenzecken. Zu altern. Q. Oder mit dem Puls. Ich glaube, den habe ich doch gar nicht mehr auf. Oh, doch, habe ich. Oder sowas. Ich mach's mal eher mit Q. Es waren auch diese komischen kleinen Viecher, die jetzt wieder kommen, oder? Na, komm, wo seid ihr denn? Ach, da kommen sie ja. Puff! 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 Ach so, ich muss mal schnell nachladen. Ach, die bekämpfen sich doch noch gegenseitig. Wie cool. Hab ich's? Oh, ho, ho, ho. Ah! Ui! Ach, nein! Verschwindet! Verschwindet! Mein Gott, die Viecher sind schrecklich! Hab ich das schon gesagt? Ah! Nein! Oh oh! Oh oh! Oh oh! Die Viecher machen mir graue Haare, ganz ehrlich. Also, bleib doch... Oh, eine kleine... Na, wo denn? Ja, kommt jetzt hier eine Video für... Oh, hier. Vielleicht wäre es einfacher gewesen, wie diese armen Bastarde draufzugehen. Wenigstens jemand anders aufstapeln müssen. Wir sammeln seit Tagen Leichen ein. Haben aber kaum angefangen, das Chaos zu beseitigen. Die Leichen machen mir nicht so viel aus. Eher diejenigen, die sich verändert haben. Hui, kommt da vielleicht mal was raus dann irgendwann? Das wäre ja cool. Das wäre jedenfalls... Wo, 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 wo? Komm, zeig dich. Na, wo bist du denn? Altern wir mal schnell? Wir brauchen das gar nicht. Wir scheinen haben uns doch ganz gut geschlagen. Wo, was ist das denn? Aha, ist ja interessant. Na gut, dann... Ah, jetzt komm! Jetzt stell dich nicht so an hier. Was ist das denn? Okay, wieder nach oben. Ah, ein Secret. Oh, ich bin ja so toll. Jetzt... Boah! Wow. Haben wir jetzt viel bekommen? Heiligsblechle. Okay, also das war mal der erste richtige Secret-Raum, könnte man sagen. Normalerweise bekommen wir bloß immer so eine Bio-Verbesserung oder so. Hallo, ich würde gerne raus hier. Nee, das war jetzt nicht so geplant. Ja. Aber hier jetzt mal wieder richtig was bekommen. Das ist ja was ganz was Tolles. So, dann schauen wir mal, was da drauf ist. So, hallo liebes Radiogerät. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Die Singularität ist vor 2 Tagen explodiert. Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Konnte ich mich nicht ausruhen. Ein paar Mediziner konnten in diesen Tunneln eine Notaufnahme einrichten. Aber wie viele Leute wir auch behandeln, es kommen immer mehr Kranke und Verletzte. Diese Insel ist mein Tod. Das kriegt ja alles 5-fach zurück, ihr Scheißviecher. 5.000.000.000.2110-fach, um genau zu sein. Jetzt brauche ich nur noch Gegner. Gegner? Ich höre die ganze Zeit, hey. Ja! Hättet ihr wohl gern, hä? Ja. Na, kommt. Komm ich da rein? Oh ja, komm ich sogar. Das wundert mich jetzt aber. Ach, nochmal so ein Gedöns. Na, warum nicht? What the fuck? Das war auch mal was Neues. Nee, das war jetzt falsch. Ich wollte es eigentlich in Stand setzen und anhören. Pavel, mein Bruder, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden. In 2 Wochen bin ich mit Alina verheiratet. Der schönsten Frau auf der ganzen Welt. Die ganzen Welt. Hör nicht auf ihn, Pavel. Der glücklichste Mensch auf Erden bin ich in 2 Wochen, weil ich deinen Bruder heirate.
Wie habe ich das verstanden jetzt? Ja, ist ja auch egal. So, aber wir haben 15 Minuten voll. Das heißt, ich gehe ja schon mal auf Escape. Weil ich nehme gleich noch einen zweiten Part auf. Und wollte nur nochmal mich bedanken fürs Zuschauen. Und, ja, ihr dürft diesen Part liken, aber auch disliken. Und den Rest, ja, kennt ihr ja schon, höchstwahrscheinlich. Und sonst bin ich raus. Servus.